Recht herzlich willkommen zur 216. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben letztes Mal Rakete hochgeschickt und hat nicht geklappt. Wir müssen die umbauen. Irgendwie ist es jetzt nicht so ideal, was wir da haben. Da wollen wir mal reingucken, dass wir da jetzt was machen. Wir können auf jeden Fall erstmal die Laden, die wir hatten. Wo ist sie denn? Kerbal Station. Laden wir die? So, und das bedeutet, dass wir da was ändern müssen. Wir machen erstmal das weg. Zoomen ein bisschen rein. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier das abmachen. Und da eine neue Stufe reinsetzen. So, jetzt ist die Frage. Welches ist das passende Triebwerk? Ich glaube das. Nee, das ist zu klein. Dann ist es das. Warte mal. Das wäre gut. Was ist das für ein Triebwerk? Wo sehe ich den Durchmesser? Engine ich sehe jetzt gerade nicht da. 1 Meter. Und das ist Thrust 1300, 500. Ich glaube, das ist schon das richtige Triebwerk, kann das sein? Ja, wird wohl so sein. Da brauchen wir jetzt einen Decoupler. Ist das der richtige? Nein. Auch nicht. Der ist der richtige. So, dann können wir das abmachen. Dann können wir. Na, dann machen wir mal hier, aber. Ich glaube, das schmeißen wir mal komplett gerade weg. Holen nochmal einen dickeren Tank. Ich glaube. Ach, wir haben keinen dickeren. Das war schon der dickste. Okay. Ich dachte, wir hätten einen größeren gehabt. Ist das der dann? Ne, der war es nicht. Dann war das der? Auch nicht. Der ist es, alles klar. Also der dann doch, plus der. Und dann brauchen wir da noch ein Triebwerk. Oder noch einen Tank. Ne, ein Triebwerk glaube ich erstmal. Und das ist das. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen höher kriegen. So aus, ne, noch nicht ganz, glaube ich. Ja. Haben wir gerade noch ein Minus. Ein bisschen kippen, dass wir sehen. So ist schon passend. So, das haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir die Decoupler. Nehmen wir da. Und machen wir da 4 dran, ne? Wie gehabt. Machen wir so. Dann brauchen wir eine Feststoffbooster. Die großen waren das, ne? Das wären die. Ja, eigentlich müsste das so funktionieren, ne? So, das Triebwerk muss noch hier unten rein. Und das muss weg da. Machen wir hier noch ein Plus, oder? Ja, das passt. Das passt auch. Ne, das passt nicht. Das muss dahin. Und die sind schon da richtig. Das, wenn das leer ist, es passt. Dann das passt auch. So, die
Wir müssen jetzt ein bisschen Schub weniger haben. 1, so passt schon. Das ist richtig. So, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Hier ein Nose Cone müssen wir da drauf haben. Passt. Und dann den Turm. Eigentlich sollten da zwei reichen. Ja. Das geht so, oder? So, die würde jetzt stehen. Wir haben noch oben alles drumrum. Das sieht alles gut aus, oder? Wir haben hier oben einen Docking-Port. Ist die Frage, ob man noch mehr machen sollte. Hier, wo die... Das geht ab. Das heißt, da bleibt eigentlich noch dran. Da würde ich ja schon fast sagen, gucken wir da nochmal, ob wir da nicht noch was haben. Docking-Port, Decoupler, Stack-Separator, ne, haben wir nicht. Das würde bedeuten, wir machen da noch was dran, oder nicht? Also ich würde hier nochmal vier Stück dran ersetzen. Einfach weil wir es können, ne? Tendenziell neige ich aber dazu, das da einzumachen. Noch so richtig gefallen tut mir das so nicht. Haben wir denn da vier von den Batterien? Ne, von den Batterien sind nur drei ja dran. Dann würde ich da auch vier von machen wollen. So. Nee, gefällt mir da gar nicht, ne? Ist das besser? Ja. Ist jetzt nur alles zusammen, ne? Wieso ist denn das so doof? Weiß keiner, ne? Kann man das nicht irgendwie anders managen? Gab's da nicht so ein Feintuning irgendwie? Ah, jetzt haben wir es umgedreht. Ja, super, das hat gut geklappt, ne? Jetzt haben wir hier das. Symmetrie radial. Miro. Ja. Ist doch doof, das so zu sehen, ne? Around Vessel. Ist das jetzt richtig rum oder ist es falsch rum? Ich weiß es nicht. Schmeiß es nochmal weg und nehme es lieber nochmal neu auf, bevor ich da was Falsches habe, ne? Und wir machen es dahin und fertig, oder? Das gefällt mir irgendwie gar nicht so, ne? Irgendwie sieht das unsymmetrisch aus. Was ist hier falsch?
Was ist hier falsch? So geht's, oder? Ja. So, dann würde der Dockingport sich ja da auch machen, oder? Ja, so geht's, oder? Alles schön nacheinander. Lassen wir so. Ist nur die Frage, ob das hier so ideal ist. Ich glaube, wir nehmen die nochmal an der Seite, setzen die da unten hin. Nehmen dann das und setzen das noch da oben. Ich glaube, so geht's, ne? Müsste weiter nach links. Lassen wir so und fertig. Passt schon. So. Soweit, so gut. Rauszoomen. Bisschen tiefer bei der ganzen Geschichte. So, jetzt haben wir hier das. Ach so, die beiden müssen noch nach ganz unten. Die Triebwerk starten, das starten, los, die starten. Wenn die leer sind, das los und der kann gleichzeitig dann da mit rein. Und dann haben wir den nochmal dazwischen. Obwohl wir den eigentlich rausnehmen können. Den Dekoppler, oder? Das wäre jetzt so eine Sicherheitseinrichtung, ne? Falls wir das wieder nicht schaffen. Okay. Falls was schief läuft, müssen wir da absprengen, ne? Das Ganze ist uns zu schwer, würde ich sagen. Ne, müssen wir so lassen. Aber nehmen wir hier hin. Warum auch immer, weiß ich noch nicht. Ja, müssen wir dann überlegen, was wir damit machen. So, was haben wir jetzt hier? Teile 52, Masse ist zu viel. Wir sind schon wieder zu schwer. Wie bleiben wir denn hier Schub so? Ja, das ist auch zu viel. Das bedeutet, wir machen das mal weg. Und nehmen die nicht, weil das waren die großen. Nehmen mal die und gucken, was dann so drauf bleibt. Ja, das reicht ja immer noch, ne? Jetzt müssen wir die nur mal ein bisschen besser positionieren. Weil die müssen ja mehr nach da unten, oder? Wir müssen mal hier das umschalten, dann klappt das da auch besser rein, ne? Das hätten wir eben auch machen können eigentlich, ne? So, ich glaube, jetzt ist gut. So, jetzt die da dran, ne? Ist das so richtig? Ich würde sagen, ja. Nose Cone oben drauf. Ist da Treibstoff drin? Ach so, das ist das Zeichen, dass keiner drin ist, oder was? So, das sieht doch einigermaßen aus, oder? So, jetzt nochmal hier. Die da mit rein. Na komm, das will er so nicht. Dann machen wir das umgekehrt. So, 1300. Wieso steht da 700 dran? Ne? Ja, das versteht keiner hier gerade, oder? Wieso steht hier 700? Ach so, doch, das passt schon, ne? Das ist Haupttriebwerk. Das ist hier, ja. Das kommt schon hin. Aber das ist hier mit drin, aber versteht keiner, warum das so ist. Aber ist auch nicht so schlimm. So, das startet. Das trennt sich, das startet. Das ist richtig. Wenn die leer sind, geht das ab. Das geht dann als nächstes an den Start und das ist alles gut. So, jetzt müssen wir hier nochmal runtergehen mit dem Schub. Ja, die bringen fast nichts, ne? Jetzt war die Frage, ob du das überhaupt brauchst. Ja, brauchst du.
Und dann ist ja wieder unser Haupttriebwerk als erstes leer, oder? Ah, jetzt hat er es auch geswitcht in irgendeiner Form. Keine Ahnung wie. Ja. Das hat 100%. So, hier oben. Trust Limiter. Brauchen wir nicht. Ja, den Treibstoff haben wir da schon rausgenommen. Das ist alles richtig. Das heißt, diese Schubraketen hier, die sind ja ewig am Brennen. Das funktioniert ja gar nicht. Das bedeutet, die wieder weg. Die reduzieren wir mal gerade auf 3. Wir müssen noch ein bisschen rüber mit dem. So müsste es gehen. Ja. Und nehmen mal 3 von den großen und probieren das nochmal aus. Das sieht richtig aus, oder? Und der ganze Spaß muss höher. So oder wie? Nee, das passt nicht ganz. Oh. So, Höhe ist schon mal geklärt. Und ist es jetzt so, dass es daneben hergeht? Nee, wieder nicht, ne? Oh, das ist ja doof, ne? Ja, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, was wieder nicht geht. Weil, ne? Komm, zack, 3 dahin und alles ist gut. So, passt. Nosecones fehlen noch, aber wir machen jetzt gerade erst hier den Limiter. Ja, super. Voller Schub ist schon an. 1,43, es geht gerade mal so, aber wir haben trotzdem wieder zu viel Gewicht. Nicht ganz viel, ne? Ja, komm, dann reduziere ich das gerade hier, die paar Kilo. So. Nosecone noch dran und dann geht's wieder, nicht mehr wetten. Ist zu schwer, ne? Nein, doch nicht. So. Ganze Ding speichern wir nochmal. Haben wir. Dann gucken wir mal die 3 Mannequin an. Nee, möchte ich nicht. Forza darf. Martha fliegt mit als Wissenschaftler. Und dann brauchen wir noch einen Ingenieur. Das ist Unchart. Gut. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Der nochmal da rein. Das passt. Speichern. Und ich glaube, dann können wir mal den Check machen. Gehen wir auf den Startplatz und schauen, ob es da geht. Na komm schon. Ja, das flog ja wieder ganz gravierend da gerade hin und her. Wir müssen erstmal gerade nochmal gucken, ob unsere Bedingungen... Build a new orbital station, ja. Das ist 3-mal richtig. Das passt schon mal. Okay. Ja, dann haben wir das erst, oder? Dann fliegen wir doch mit dem Ding mal gerade. So, dann machen wir das SAS an. Aha, wir haben keine Winglets da dran gebaut. Müssen wir oder müssen wir nicht? Wir müssen. Hat so keinen Sinn. Zurück. Funktioniert so nicht. Ja, ganze Geld wieder zurück.
hier wieder rein. Da ist er nochmal. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Flügel da dran. Kriegen wir da drei hin? Ich denke schon, ne? Gehen die da auch hin, wenn der da noch nicht ist? Kann ich den da jetzt dran machen? Ne, dann reißt er mir da dran kaputt, sozusagen. Das will ich dann auch nicht. War das jetzt er? Ja, ne? Wie ist mit denen? Die gehen, ne? Prinzip können die ja auch so ein bisschen daneben sein, wenn, ne? Jetzt gucken wir mal. Ja, lassen wir mal ganz einfach so, ne? Passt schon. Ja. Nochmal speichern und nochmal raus auf den Markt. So. Jetzt sind wir bestimmt zu schwer, jetzt geht das nicht mehr. So. SAS an. Und die drei sind noch die richtigen. Vollen Schub haben wir. Und dann probieren wir was aus. 3, 2, 1, go! Das sieht nicht so doll aus, ne? Aber muss halt so sein. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich. Mal schnell hier rein. Skin gedreht. Sieht alles super aus. Okay, der Vortrieb ist schon mal ganz gut. Ja, bin ich zufrieden noch gerade mit. Jetzt muss ich aufpassen, sie wandert gerade weg. Das ist aber alles okay. Diesmal kommen wir ein bisschen besser bei weg, ne, oder? So, Atmosphäre nimmt ab. Ich glaube, wir können jetzt mal gucken, dass wir mehr reinbiegen, ne? Ja. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir gleich kein Problem mit den Boostern haben. Das sieht gut aus. Oh, das sieht verdammt gut aus, dass wir schon viel zu weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Okay. Okay, das sieht top jetzt gerade aus. Für meine Verhältnisse. Das wächst natürlich noch wie doof. Und ich komme da nicht zu weit raus, ne? Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen gerade, ne? Das ist das nächste. Ich sehe gar keine richtige Stelle, wo unser Auftrag erfüllt sein muss, aber ist wohl egal, wo, ne? Der Orbit ist. Aber wir wandern zu sehr weg, finde ich. Ich glaube, wir machen mal gerade Stopp hier. Ja. Springen wir bis hierhin vor, oder? Warp hier. Da gehen wir wieder auf Station. Und geben dann wieder Vollgas. Passt das? Ja. Geht ganz schnell jetzt, oder wie sehe ich das? Okay. Dann mal 300. Wo kommen wir da gleich raus? Hallo, wo bist du? Da. Und lass gut sein. So, was sagt hier unser Dingens? 10 Sekunden brauchen wir noch.
Ja, erfüllt. Das war schon alles. Super, oder? Das hat gut geklappt. Da bin ich ja ganz zufrieden. So, jetzt müssen wir nur gucken. Na, dann gucken wir hier nochmal rein. 109 zu 370. Können wir erstmal so lassen. Wir haben noch ordentlich was drin, um was zu korrigieren oder so. Können wir alles so lassen erstmal, denke ich. So, Solarpanels, die sollten wir vielleicht gerade nochmal ausfahren. Ah, da hätten wir solche Groups machen können, ne? Und wo ist der dritte? Sieht man jetzt natürlich gerade schlecht. Da ist er, glaube ich. So. Ja, damit haben wir alles erreicht. Oh, das waren dann andere, die wir jetzt genommen haben. Na, aber wir wollten ja nicht so lange wegen dem Dock hängen. Ja, okay. Ding hat funktioniert, Aufgabe erfüllt, das ist auch gut. Was ist das hier unten noch? Build a new orbital station around Minmus. Okay, das war Minmus, okay, das ist woanders. Ja, da haben wir jetzt das geschafft soweit. Und müsste man dann überlegen, wie viel haben wir da noch über 1000. Ja, da werden wir nicht mit Minmus da hinkommen und eine Orbitalstation bauen können, aber so ähnlich könnte die ja schon mal aussehen, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ach so, übrigens, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und falls ihr Infos haben wollt, wenn ein Video kommt, dann macht die Glocke an. Ciao.